Hallo Leute, heute in diesem Video geht es um eine Fliege und ihren Weg nach oben und eine kleine Challenge ist auch in dem Video und zwar habe ich an mehreren Stellen Fliegenwitze eingeblendet. Zählt die doch einfach mal und schreibt das Ergebnis in die Kommentare und jetzt viel Spaß mit dem Video. Starten wir mal gucken, was passiert. Habe keine Ahnung, was man machen muss. Ach. Bisschen fliegen. Flieg. Flieg. Wie hoch, kann ich hochfliegen? Wie hoch kann ich denn fliegen? Hui. Hui. Bzzz. Also ich habe noch nie eine Fliege gespielt. Und da geht's nicht weiter. Die Waldfee. Wir haben auf jeden Fall Blätter. Grüne Blätter. Ich würde gerne ein rosa Blatt sehen. Oder ein lilanes. Oh. Musik. Musik. Und, oh, die Maus habe ich hier auch. Kann ich mit der Maus irgendwas machen hier? Ja? Ey, ist die Fliege. Die Fliege. Die Fliege ist gerade keine. Was? Fliege ist gerade kleiner geworden. What the fuck? Mache ich hier gerade. Ich kann hier Streifen ziehen oder was? Hui. 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 Ein kleines Striche ziehen wir da hinter uns her. Meine Fresse, wie weit. Oh, nee. Nein, nein, nein. Hier raus. Ah, es war ja so klar. Raus hier. Raus! Bevor die Spinne kommt. Ah, es hat geklappt. Oh, weil ich habe so das Gefühl, sie ist deutlich langsamer geworden. Und da fliege ich nicht mehr hin. Meine Fresse, du. Na, ah, schon wieder so ein scheiß Spinnennetz, oder? Ist das ein Spinnennetz? Oder ist das nur bloß Sonnenstrahlen? Ach, mal kurz ausruhen. Ich kann mich da nicht draufsetzen. Komm, setz dich doch mal hin. Ruh mal aus. Ja, guck mal, hier machen die Schlangenlinien. Was ist das eigentlich, was die dir als hin und aus sich rausspritzt? Du die ganze Zeit kacken oder pissen von einem auf den anderen? Eine. Wie könnte man die Fliege eigentlich nennen? Egon oder Bert? Bert, die kackende Fliege. So nenne ich dich. Na, Bert? Bert oder. Und vielleicht bist du auch eine Sie? Monika. Ob jetzt noch irgendwas kommt? Vielleicht fängt es ja gleich an zu regnen und macht mir die Flügel nass, dann fliege ich ganz nach unten. Oder so. Na. Oder vielleicht kommt der nächste Ochsenfrosch und versucht mich zu fressen. Oder tut es sogar? Ich frage mich, ob da früher oder später eine Spinne gekommen wäre, wenn ich mich nicht aus dem Netz befreit hätte. Wobei ich aber noch nie eine Spinne gesehen habe. Eine Spinne, sag ich schon. Eine Fliege gesehen hat, die sich aus einem Netz befreit. Oh, 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 streng an! So wie ich das sehe, ist der Plan, einfach nur nach oben zu fliegen. Bin ich mal gespannt. Oh, schon wieder Wind! Wind, 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 Wind! Uah. Und wieder Musik. Schön beruhigend. La na na ma 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 du, du, du. Ich schlaf gleich ein. Na 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 na. Oh, Wind, 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 Wind! Wind! Nächstes Mal lasse ich mich einfach mal vom Wind treiben. Ob irgendwann die Sonne auftaucht und wir drin verbrennen. Gleich wird schwarz. Schwarze Nacht, what the fuck? Ändert sich das, wenn ich jetzt nach unten fliege? Ändert sich das wieder rückgängig? Was? Ich kann gar nicht mehr runter. Nein! Das ist irreversibel! Ist ja irre! Was ist das denn? Sieht aus wie ein Kopfloser. Wo ich gerade reinfliege, hier. Ein Kopfloser.
So, jetzt hat er wieder einen Kopf. Die Fliege ist Kopf von dem Kopflosen. Ja. Kopfloser Ritter. Ist das der kopflose Nick? Oder nee, so, nee, der hat, ist ja nur fast kopflos. Kann nicht sein. Holla, die Waldfee. Die Musik wird immer lauter und fängt an, meinen Kopf zu vögeln. Oh nein, nicht in das Licht. Nicht in das Licht. Licht! Was? Glühbirne? Nee, ne? Was? Hä? Oh, ne? Okay. Oh nö. Ach, jetzt muss ich von vorne anfangen. Okay. Also machen wir nochmal. Einfach nach oben fliegen. Ist die Fliege noch richtig groß? Aber wir wissen ja schon mal, was auf uns zukommt. Wind und Wetter und Spinnennetze und eine Glühbirne. So, jetzt müsste doch gleich das Netz schon kommen. Das war doch ziemlich am Anfang. Oder? Na, da ist es, da ist es. Ach komm, das ist wohl so gemacht, dass das jedes Mal hier trifft. Uah, komm raus. An der Richtung. Uah. Und die Richtung wieder. Uah. Ja, wir sind draußen. So, das Netz kann mich mal gerne haben. Und es kann mir auch gerne den Arsch abwischen. Das mache ich zwar normalerweise mit Klopapier, aber man könnte es ja auch mal mit einem Spinnennetz probieren. Vielleicht funktioniert das ja. Ich glaube, ich lade mir erstmal ein paar Spinnen ein, die ein bisschen Spinnennetze produzieren. Und da baue ich mir dann Klopapier draus. Ja, komm, 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 du Wind. Wind! Der Wind! Das himmlische Kind! Tüm, tüm, tüm. Es. Oh! Der Glühbirne, das Fliege, die Garagentor, der Blatt, das Blätter. Ja, juhu, ich bin der Kopf von dem Ritter. Das war's auch schon wieder mit The Plan. Die Fliege begeht also Selbstmord an der Glühbirne. Wenn ihr das Spiel auch spielen wollt, sucht doch mal auf Steam nach The Plan oder klickt auf den Link in der Beschreibung. Ist ein kostenloses Spiel und beinhaltet so eine Errungenschaft. Wie ihr die bekommt, erkläre ich euch ganz kurz. Und zwar seht ihr doch unter dem Wappen so ein bisschen Text. Wenn ihr das Spiel durchgespielt habt und die Fliege gegen die Lampe fliegen habt lassen, dann könnt ihr im Hauptmenü ganz unten auf diesen Text klicken. Dann sind die Credits und dann bekommt ihr das Achievement. Ansonsten unten links ist Blockland verlinkt. Das letzte Video von dem Gunnar. Da könnt ihr auch mal reinschauen, wenn ihr noch nicht gemacht habt. In der Mitte ist mein Kanal verlinkt und rechts unten natürlich ist eine Folge GTA Multiplayer, also GTA 4 Multiplayer verlinkt. Oh, ist übrigens auch der Gunnar dabei und noch ein paar andere. Wir fahren ein Rennen. Und nächste Woche kommt das nächste Video von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen.